losmachen. Natalia und ich aber meinten, man solle... Georg und ich aber meinten, man solle... Einfach drauf los, man könne ganz... Einfach das machen, was losgeht, man... Wäre gut beraten, alles einfach zu tun. Das heißt, einfach alles zu tun... Was drauf ist und losgeht... Sie meinte auch, das ginge ganz gut. Man müsse nur einfach freundlich den Finger heben... Und es anständig machen und... Vor allem niemandem wehtun, meinte sie... Losmachen, losmachen, losmachen. So kam dieses Leporello zustande... So kam das zusammen. So ging das hin und her. So wurde der Faden aufgenommen. So wurde der Faden verloren. Einfach anknüpfen und drauf los. Von sich selbst losmachen sollte man. Und dann weiterspinnen sollte man. Und es anständig machen. So weit als möglich. Drucken, falzen, kleben, signieren. Und losmachen. Die Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt in ihrem Bestand eine Auswahl an Künstlerbüchern und bibliophilen Ausgaben nach 1850. Dieser Sonderfonds setzt sich aus Pressendrucken, Malerbüchern sowie Büchern mit herausragender Ausstattung und interessant und spannend gezeichneten Kinderbüchern zusammen. Die Sammlung umfasst ca. 1500 Werke. In den Sammlungskriterien ist unter anderem festgelegt, dass österreichische Buchkünstlerinnen und Buchkünstler gesammelt werden, sowie auch internationale Künstlerinnen und Künstler, die Texte von österreichischen Autorinnen und Autoren gestalten, zeichnen und formen. In dieser Sammlung vertreten zu sein und mit der Präsentation im Prunksaal ausgezeichnet zu werden, ist uns beiden eine große Freude. Wir schöpfen im Leporello Losmachen aus den vielseitigen Möglichkeiten der Druckgrafik und der Collage. In dem mit Siebdrucken und Radierungen gestalteten Buchobjekt ist ein Gedicht von Oskar Pastior der Ausgangspunkt für das freie, assoziative Aneinanderreihen von Bildern, die als druckgrafischer Dialog über mehrere Monate hindurch im Jahr 2016 entstanden sind. Bücher sind für uns kleine persönliche Räume, die einen intensiven Kontakt zwischen Leserin und Autor ermöglichen. Beim Leporello ist es sehr reizvoll, dass man die Seiten sowohl einzeln betrachten kann, als auch als fortlaufende Bildstrecke, fast wie bei einem Film oder einem Comic, eine sehr dynamische und spielende Bewegung. Das Interesse für das Medium Buch und für die Druckgrafik als Experimentierfeld der Kunst verbindet uns beide, genauso wie die Vorliebe für Anagramme und Wortspielereien. Der rumänisch-deutsche Lyriker Oskar Pastior kommt mit seinen Sprachexperimenten diesem Ansatz sehr entgegen. Sein Text traf genau unsere Intention, einfach zu machen, etwas zu beginnen und zu schauen, was sich entwickelt. Mit wenig Planung, aber mit einer möglichst großen Sensibilität gegenüber den Arbeiten des anderen.